Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MW3 Gameplay. Wir haben gestern in einer netten Runde mit ein paar Jungs gespielt, ein Herrschaftsgameplay auf Fallen, wo wir eigentlich so ein paar DNO-Kandidaten mal ausprobieren wollten. Und ja, es lief am Anfang eigentlich auch sehr chillig und sehr gut. Wir hatten die A- und B-Flagge ganz gut im Griff, bis dann auf einmal dieser Kollege hier erschienen ist. Wie ihr da unten eingeblendet seht, geht er ganz tierisch ab und wir haben natürlich relativ schnell gemerkt, dass der Kamerad ein Aimbot am Start haben muss. Und mit von der Partie war auch der Dr. Brocker, den ich ganz herzlich begrüße. Danke für die Begrüßung. Hallo Leute erstmal. Tja, wer dahinter gesteckt hat, konnten wir natürlich nicht feststellen, weil der Kollege nannte sich natürlich Unnamed Player. Vielleicht sah er ja so aus, das kann ich natürlich nicht sagen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es wäre eine Möglichkeit. Nun habe ich mir gedacht, wenn wir so einen Kollegen hier schon mal gefunden haben, und das ist ja eigentlich nicht das erste Mal, bloß ich dachte mir, ich nehme das jetzt einfach mal auf und zeige es euch mal, wie der hier so rumläuft und eigentlich überhaupt nicht zielt. Der braucht sich gar keine Gedanken machen, der basht hier einfach alles so ganz locker mal weg, ohne hinzugucken. Ja, aber, ja. Ja, Dr. Brocker, sprich, ich höre zu. Was das Geiste daran ist, dass, was ihr vielleicht später noch sehen werdet, dass er das goldene Embleme sonst wie hat und goldene Waffen, so gesagt, muss der Typ schon länger unterwegs sein mit diesem Hack. Keine Ahnung, ob er auch noch andere hat, aber er hat zum Beispiel die Headshots zum Beispiel voll, das ist das goldene Cheng-Zeichen, was ihr vielleicht sehen würdet. Und keine Ahnung. Wenn ich kurz unterbrechen darf, ihr seht es ja auch links eigentlich immer wieder, es ist ja eigentlich fast alles, was er macht, ist immer ein Headshot. Vielleicht ist es ja auch der Kollege, ich weiß es nicht. Es sieht ja manchmal noch die Killcamps, von daher, wenn er selbst getötet wird, keine Ahnung. Ja, ich glaube, er ist ganze dreimal gestorben. Ja. Die Stats von ihm sind sage und schreibe, glaube ich, 124 zu 3, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das, sowas. Das werden wir natürlich nachher auch nochmal sehen am Ende. Also wir haben dann eigentlich noch versucht, irgendwie dieses Spiel einfach nur zu gewinnen, egal wie es auch immer läuft. Aber es war einfach nicht möglich, weil der Kerl hat uns über die ganze Map, egal wo wir auch immer waren, einfach weggebasht. Da war ja, nichts zu reißen. Man lag halt einfach an der Flagge und man konnte nichts machen. Du lagst du schon zu fünf, das Spray da einmal durch und jetzt werdet ihr selber sehen, manchmal ist in der Situation, da stehen vier, fünf Leute hintereinander und er pratzt einfach drauf und gerade hat er seine schöne zweite Moab gezündet, wie geil es euch vorkommt wahrscheinlich. Ja, und oh mein Gott. Was haben wir jetzt für eine Möglichkeit, gegen solche Leute vorzugehen? Ist es eigentlich relativ einfach, weil ihr habt ja die Option bei Steam. Ihr könnt ja Steam öffnen und sagen, ihr macht eure Freundesliste auf. Ja, vielleicht war es ja auch der Kollege, ich weiß es nicht. Ist es durchaus im Bereich des Möglichen. Naja, und dann könnt ihr ja sehen, mit in der Freundesliste, mit wem habt ihr zuletzt gespielt. Das heißt, dieser Kollege taucht ja dann dort auf. Klickt ihn einfach an, geht auf sein Profil und meldet solche Kollegen. Weil das ist irgendwo nicht Sinn der Sache. Und das sind auch die Leute, die einem dann wirklich den Spaß an dem ganzen Spiel verleiden. Wir haben gestern wirklich ein paar schöne Partien gespielt. Gerade mit den Jungs, die sich für DNO beworben haben, haben wir gesagt, komm, wir legen mal ein Team zusammen. Gucken wir mal, wie es so läuft. Aber das hier... Ja, und der hat uns eigentlich dann auch wirklich den Spaß dran genommen. Weil die Partien vorher haben wir eigentlich alle durchweg immer sehr souverän gewonnen. Und hier waren wir natürlich chancenlos. Da hatten wir keine Möglichkeit, irgendwie auch nur andeutungsweise was gegen zu tun. Es ist einfach nur schade um das Spiel. Dass solche Leute, da wird bestimmt vielleicht gerade mal 10 Spielstunden haben, wenn überhaupt. Und ja, ich habe mir den jetzt auch nicht weiter angeguckt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Runde war ich auch ein bisschen genervt und ein bisschen gefrustet, weil die machen es einem wirklich kaputt. Man hat wirklich Spaß und wir haben gestern wirklich Spaß gehabt mit den Jungs. Und wenn du dann so in so eine Runde kommst, und von vornherein schon weiß, ja gut, tut mir furchtbar leid, ich komme ja nicht mal auf 20 Meter an den Rand. Es ist also ein glücklicher Zufall gewesen, dass der dreimal gekillt worden ist. Aber ich sage ja, letztendlich kann es das nicht sein. Und es kann wirklich nur aufhören, wenn wir alle irgendwo sagen, erwischen wir so einen, hingehen, melden und gucken, dass der wirklich ausgeschlossen wird. Oder was meinst du dazu? Ja, nein, klar, solche Spieler, wie gesagt, du kennst meine Meinung dazu und solche Spieler gehören einfach nicht überhaupt, dass sich sowas überhaupt Spieler nennt. Ich sage, das ist für mich schon eine Beleidigung, ganz ehrlich. Ich sehe es immer noch ein bisschen von der lustigen Seite, sag ich mal. Ich denke mal, so einer, wenn der ohne
ohne seinen Aimbot hier rumlaufen würde. Der würde so ablosen. Der würde wahrscheinlich keine 10 Meter weit laufen und wäre jedes Mal tot, aber ich frage mich wirklich, was bringt dem das? Wie toll findet er sich, weil... Ja, muss zeigen, wie cool seine Stats sind. Ja gut, aber der hat kein Skill, der hat ja gar nichts. Stimmt, so ein reiches, verwöhntes Kind, was keine Hobbys hat und keine Freunde, was weiß ich. Ja, so ein kleiner Zwiebel. Hier jetzt gerade, hast du das gesehen, da standen 4-5 Leute hintereinander. Und ja, und wie, ich sag, das sieht man in der Killcam eigentlich immer recht deutlich. Wie das Ding sofort auf den Kopf zieht. Ja, und das geht links, rechts und immer Headshot, Headshot, Headshot. Also, ich kann es immer nur wieder betonen, Leute, wenn ihr solche Typen bei euch in der Lobby habt, geht rein bei Steam in die Liste, pickt ihn euch raus, geht aufs Profil, meldet den. Das ist das Einzige, was wir wirklich machen können und wo wir hoffen können, dass das irgendwo ein bisschen effektiv wird. Auf jeden Fall. Jetzt seht ihr ja, jetzt der Ende, guckt euch einfach, naja, die Tabelle an und... Ja, die Stats kommen ja und dann, ich sage, wir haben eigentlich alle nichts mehr gerissen und ihr seht ja 124-3. Und der ist ja erst nach der Hälfte des Spiels reingekommen, also nach gut 5 Minuten. Ja. Und von daher. Okay, macht euch eure eigenen Gedanken dazu. Ich bedanke mich bei Dr. Brocker. Kein Problem. Und bei allen, die zugeschaut haben. Vielleicht habt ihr da auch Spaß dran gehabt. Wir sehen uns. Ciao.